Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere hier mit Bilbao. Und wir treffen heute auf Cadiz. So. Oh, jetzt Zaraga. Oh, schade. Naja, auch nicht wild. So, geht sofort los. Ins Match. Es ist Spieltag Nummer. Es ist Spieltag Nummer 29. So. Na dann, auf ins Spiel. Williams ist heute im Mittelpunkt. Denn nach drei Toren im letzten Spiel sind alle gespannt, ob es heute so weitergeht. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo, liebe Fans, hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Also, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Genau. Also Maurice spielt tatsächlich jetzt als fester Stürmer vorne drin. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise Tral. hoch, können so Okay. variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Mukuku, klar. Ich habe, glaube ich, drei ziemlich bekannte Spieler drin mit Kral, Mukuku und der andere war Skelly, der Gladbach spielt im Real Leben. Na dann, auf ins Match. Wie gesagt, Spieltag Nummer 29. Es geht so langsam in Richtung Saisontitel. Wir brauchen jetzt noch 4, 5 Siege. Jetzt sind wir zumindest mal safe in der Champions, haben wir das internationale Geschäft geschafft. Das macht er sehr gut. Und wir haben eigentlich alle Ziele, die haben wir ja geguckt in der letzten Folge. Das haben wir soweit alles erreicht. Das gibt Einwurf. Skelly, da ist er Langsam noch. wird's gefährlich, schönes Dribbling. Oh, das hat er ein bisschen Glück dabei. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Die Oh, Cadiz, mit der der ersten guten Chance. Torwart, vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Da waren sie dem ersten Tor. Oh, der Abflug. So nah, oh ja, ist aber. Zu verhindert hier den Treffer. Oh, warte, was für eine Chance. Jawohl, 1-0. Da ist es, das ist die frühe Führung in dieser Partie. Cadiz hat die erste große Chance und wir nutzen sie dann selber. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Mikel Oyarzabal, Tor Nummer 11 in dieser Saison. Wie gesagt, hat eine Anfangsschwierigkeiten gehabt, aber mittlerweile ist er komplett da drin. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da wäre jetzt Platz. Geray wieder abgelaufen. Und die Chance ist vorbei. Er spielt steil.
Und Williams und Conan verhindert die gute Chance, hier auf das relativ frühe 2:0 zu stellen. Alex Krall, gute Ballführung. Ah, abseits, oder? Fahne ist oben, abseits. Ja. Das dürfte kein Abseits gewesen sein. In Yaki! Eben noch verzogen und jetzt trifft er. 2-0, 21. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Ja, wie gesagt, wir wollen natürlich den Titel holen. Dreimal haben wir Barca geschlagen, zum Beispiel die Saison in der Liga, zweimal und im Pokal. Aber Barca ist gar nicht so unser großer Konkurrent, da kommt nämlich noch einer, wie Atletico. Und die haben wir auch, Gott sei Dank, haben wir nämlich noch auswärts. Gute Chance, 25. Also sagen wir mal so, Cardiff ist nicht chancenlos. Die haben ihre Situation, aber die nutzen es halt nicht. Und wir kriegen sie quasi dann im Gegenzug. Wenzedor. Ja, war zu einfach. Gutes Auge in dieser Situation. Vorteil. Vorteil, richtige Entscheidung. Und jetzt haben sie es doch. Mukoko, 1-2 Anschluss, 29. Der Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Und dann. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Der Fehler war in der Vorwärtsbewegung. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Oh ja, Sabai, jetzt vielleicht mal hat er. Ja, das ist gut gemacht, das ist gut gestellt jetzt gerade. Vencedor. Und Oyarzabal. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Mudiayin. Ecke in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Unai Vencedor. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Ist jetzt gerade so ein bisschen. Ja, sie haben zwei Distanzschüsse jetzt gehabt, aber mehr auch nicht. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Oh ja, Sabal, den wollten sie jetzt mitnehmen. Und das war ganz, ganz wichtig, dass da noch einer dran war, sonst wäre der sowas von gefährlich gewesen. Oh ja, Sabal! Und jedes Mal. Wieder ein guter Ball aus der Distanz. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Zu Belia! Kein Problem, ganz sicher. Abschuss. Der Ball ist weg, Abstoß. War jetzt dich. Ja, sie haben ihre Situation wieder, ne? Escalante. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Mukoko. Aufpasse, weil es steht ja nur. Gehalten, aber ich glaube, da war noch einer von, da waren von einer von unseren Leuten noch dran. Wir sind am Ende dieser ersten Spielhälfte angelangt und im Moment liegt die Mannschaft mit der besten Heimbilanz hier vorne. Sie haben die beste Heimbilanz und. So, weiter gibt's.
Anpfiff zur zweiten Hälfte. Weiter geht's hier im San Mamés. Skelly. Ja, der ist ein bisschen weit dabei. Kein Problem. Eigentlich kein Problem für Giray. Der hat mit Glück, dass er den noch vorbeikriegt. Schönes Zuspiel. Muniain. Muniain. Warum macht er sich selber? Warum probiert er sich selber? Da wollte die sichere Variante machen. Ah. Freistoß für uns. Bald steht das nächste La Liga Santander-Spiel an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Celta Vigo. Und das Spiel werden wir natürlich für Sie kommentieren. Weiter bei Muniain. Und der ist Elfmeter! Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich abgeblockt. Der Ball war eigentlich zur Ecke. Und es ist Kral mit der Hand dran. Damit ist es die große Chance, hier auf 3:1 zu stellen für Bilbao. Ah, das ist gut, 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 wenn der geht. Passt. Jetzt ist es 3. Jetzt zum Ruiz, der 18-Jährige. Man nimmt die Verantwortung und netzt heute mal auch mal ein. Toller Elfmeter, da ist die Wiederholung nochmal eiskalt verladen. Ja, Ball in die Mitte und in dem Moment ist er haltbar. So, und damit passt das Ding dann. 3:1 heißt es anders. Ja. Adriano Campo. Moukoko am Ball. Die lassen den Ball gut laufen. Und verdient ist es tatsächlich nicht, aber... Oh, Ball verloren, Moukoko. Ah, an Moukoko. Leute. Ja, das war gerade sauber, der Simon. Der sagt ja, ne, Leute, konzentriert euch bitte nicht schon wieder so ein Ding da fangen. Das habt ihr schon mal mit einem einzigen Tor gemacht. Da gab es nämlich diesen Ball von der Szene der Vorwärtsbewegung. Leichter Ball für Unai Simon. So, wenn sie jetzt schnell machen, können sie kontern. Und das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt hier, diese Situation. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er kann es machen. Oh, das ist Moriz. Und da ist es doch. 4:1. Genau das, was ich meine. Dieser schnelle Ball Konter. Sie sind heute nicht zu stoppen. Kurze Distanz, da steht er Gold richtig. Und das ist dann kein Problem. Ja, jetzt sage ich Franzose, aber Frankreich gehört ja auch zum Basken Land durchaus. Und über 10 verschiedene Ecken oder keine Ahnung, wie viele ist es Griezmann tatsächlich sogar Baske. Ich habe es nicht mal nachgeprüft bei einigen Leuten, die auch zum Beispiel mit Bilbao spielen, die halt diese Transferpolitik, diese ganz spezielle Transferpolitik verfolgen. Ja, mal gucken, vielleicht können wir ja irgendwann mal schauen, dass wir da nochmal einen Stürmer kaufen. Aber wie gesagt, bisher eigentlich bin ich zufrieden mit denen. Maurice trifft seine Spiele, macht seine Spiele. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Immanuel. Mit dem wird es dann doch deutlich besser. Sajid! Im richtigen Moment abgesprungen. Was für eine Parade. Das ist dieses Auge, dieses krasse Timing, das ihn so stark macht. Und jetzt die Balleroberung. Fenzidor! Sie bringen den Ball in die Mitte. Der Ball ist. Und der war viel zu einfach. Williams, 5:1. Also das Ding ist durch. Nachgegangen, den Ball rausgekriegt. Die Flanke butterweich hinter den zweiten Pfosten und dann braucht Williams einfach nur noch reinzunicken. Und hier ist jetzt 5:1. Gleich nochmal die Wiederholung dieser Szene. Wir sehen es hier, der Ball raus. Dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle. Und wenn sie nur, und dann ist es halt am Ende Iñaki, der sein Tor macht.
So. So, jetzt werden wir mal ein bisschen wechseln müssen. Wir werden ein bisschen wechseln, so ist es richtig. Wieder ein paar Talente, Petit unter anderem, jedenfalls Franzose auch. Aber wie gesagt, da kannst du es nicht so perfekt nachprüfen, dass es halt ein Baske ist. Sagen wir es einfach mal so, deswegen habe ich ja, scout ich ja in Spanien und Frankreich meistens. Briano Campo. Gefährliche Szene. Der Torwart ganz sicher. Simon. Da muss er mehr draus machen, das ist eine verschenkte Chance. Wird Ecke geben. So, Flanke kommt. Jetzt kommt die Ecke. Das wäre gefährlich geworden. Und es gibt Handelfmeter. Es gibt auch Handelfmeter auf unserer Seite. Da wechselt Zola mit dem Handspiel. Und ich glaube, es ist richtig. Ja. Also er pfeift ja direkt jedes Handspiel. Mokoko. Schnell und sicher, 77. Minute, keine Chance für Unai Simon, da irgendwas zu machen. Ja, Doppelpack Mokoko. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Simon, der Quatsch, Muniain ist es, der den Verteidiger da gut aussteigen lässt. Super durchgesetzt. Ja, da warte mal. Euer Sabal. Euer Sabal. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Pity. Und. Nee, leider noch nicht. Er nimmt den Volley. Oh. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Hier dürfte alles klar sein. Es steht 5:2. Schauen wir schnell auf den nächsten Gegner, Buschi. Der nächste Gegner von Athletic Bilbao heißt Celta Vigo. Celta? So, heute müssen sie spielen, dann haben sie eine gute Chance. Und jetzt die Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. So, nächste Flanke. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. Ah! Skelly passt da gut auf. Da wäre die Chance über außen. Ja, setzt sich schön durch. Jetzt vielleicht. Mokoko, Dreierpark sogar. Wie man ihn nur ganz, ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann. Machen Sie aus nächstes auf jeden Tor Nummer 11. Das Tor, das ist letztlich nur noch Formsache. 5:3 ist es also. Ja, was ist denn hier heute los? Eigentlich will ich. Gute Chance für Muniain. Aber wenn der Keeper das Ding nicht verhindert, ist es ja, gehört uns das letzte Tor des Spiels. Das ist am Ende jetzt beide Tore in sogar Cardis durch Doppelpack Mokoko. Aber der hat am Ende drei seine Tore gemacht. Klarer Sieg, schöner Sieg. Diesen Ligasieg wollten sie und sie haben es geschafft. Und ich muss schon sagen, das war eine wirklich überzeugende Leistung heute. Nur bringt ihm nichts, weil wir 5 insgesamt gemacht haben. Damit holen wir uns den nächsten Sieg. Damit holen wir uns den nächsten Dreier. Wir machen den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. Ja, sieht alles sehr, sehr gut aus gerade so. Nächster Gegner ist Celta Vigo. So. Da haben wir einen kleinen Vorsprung von 12 Zählern. Es gibt insgesamt nur 38 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Ja. Genau, 38 sind's. Das heißt, wir brauchen noch 5 Siege zum Titel. Wenn Athletic oder weiter patzt. Also 5 Siege noch aus den letzten 9 Spielen und dann hätten wir den Titel unter Dach und Fach. Und dann können wir nächste Saison mal gucken. Wie gesagt, aber weiß ich, ob jetzt auch noch wer noch damit dabei ist. Also jetzt klar gegen Celta. Und dann gegen Athletic oder Spitzentreffer. Aha. Also.
Der Quatsch, Favela Tético, das sind wir. Celta. Getafe, also Getafe. Espanyol. Und dann Atletico Madrid. Also tatsächlich könnte der Titel in Madrid am 19. April gefeiert werden. In 4 Spielen. Dann hätte man nämlich genau, dann würde man nämlich mehr, dann würde man nämlich nochmal, wenn wir gewinnen würden, plus 3 holen, dann wären wir nämlich bei 15 und dann hätte man die Titel unter Dachfach. Also wie gesagt, im Champions ist am 19. April das große Spitzentreffen. Gut, und damit es dazu kommt, brauchen wir einen Sieg bei Celta Vigo und ob wir das hinkriegen, das sehen wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin.